Hey, ja, ist der Stoppen? Willkommen zurück zu Dragon Ball Origins, zur nächsten Episode und damit zur Fortsetzung des Spiels. Beim letzten Mal haben wir die Episode 2-4, wo ist der 6-Sternball gemacht, wo wir den Dragon Ball entsprechend in, halt im Wald finden mussten. Das haben wir auch geschafft und haben damit einen weiteren Dragon Ball gefunden. Und ja, bevor wir mit Episode 3 jetzt weitermachen, haben wir noch eine Unterepisode freigeschaltet. Also eine Unterepisode haben wir freigeschaltet, und zwar Episode 2.5. Aussicht vom Fünf-Elemente-Berg. Oolong erforscht den Gipfel des Marmorbergs. Er sucht wohl nach irgendwas. Ja, keine Ahnung, was uns dort erwartet. Wir werden das dann machen. Bevor ich mal starte, gehe ich mal in den Laden. Ah, wir können hier was kaufen, glaube ich. Mal wieder. Waffen. Eine MG können wir machen, eine MG können wir uns kaufen. Snellfire-Waffe, die Gegner im weiten Umkreis Schaden zufügt. Na, das klingt doch ganz gut. Ah, dann nehmen wir mal. Ja, MG. Eine Figur, Figurserie 2. Ja, kaufe ich auch mal. Du hast die Ebermann-Figur erhalten. Kaufe ich noch eine? Und du hast die Hartmann-Figur auch erhalten. Habe ich zweimal. Kaufe ich noch eine? Kaufe ich noch mal eine von da. Großvater ist eine Gohan-Figur erhalten, 144. Sonst aber nix. Dann haben wir alles hier. Okay. Figuren, was haben wir jetzt hier für Figuren? Alles. Wir haben hier Son Goku auf Jindoyun. Schon Son Goku Stoßangriff. Jede Menge Figuren sind hier. Bulma schämt sich. Haben kennen wir natürlich schon, ich weiß. Oolong als Dämon schreit. Oolong als Roboter wird bedroht. Oder hat er bedroht, besser gesagt. Großvater Son Gohan wartet. Großvater Son Gohan lacht. Dorfbewohner schämt sich. Dorfbewohnerin schämt sich in dem Fall. Dann haben wir hier den Ebermann ausholen. Aha. Und den Hasenmann, der weicht aus. Wer ist das? Keine Ahnung. Dann haben wir die auf jeden Fall auch. Und ja, wir machen trotzdem mit der Episode weiter. Also, los geht's mit Episode 2.5. Son Goku, du bist richtig stark, oder? Genau, super stark. Und deine Flugwolke ist richtig schnell, oder? Du meinst Jindoyun? Ja, richtig schnell. Also, der Fünf-Elemente-Berg ist genau vor uns. Der Fünf-Elemente-Berg. Auf dem Gipfel herrschen extrem starke Winde. Niemand kann auf den Gipfel klettern und kein Fahrzeug kann dorthin. Wow, also war noch niemand ganz oben auf dem Gipfel. Aber ein alter Eremit ist einmal bis ganz nach oben gekommen. Und man sagt, er habe eine Flasche des Getränks dort oben gelassen, mit dem er seinen Erfolg gefeiert hat. Also, Son Goku, willst du nachsehen, ob die Flasche wirklich dort oben ist? Auf Jindoyun könntest du es schaffen, oder? Klingt gut. Okay, ich versuche es mal. Wenn du wirklich bis oben kommst und die Flasche findest, bring sie her. Ich will sie auch sehen. Sicher, ich bringe sie auf jeden Fall zurück. Ich habe ja das Gefühl, dass er die Flasche haben will, um daraus zu trinken oder anzugeben oder so. Man sagt, dass der Gott des Berges wütend wird, wenn man zu nahe kommt. Du musst unbemerkt nach oben kommen oder du wirst weggeweht. Aha. Ah ja, hier sind die Regeln. Erreiche das Ziel, bevor die Zeit abläuft. Sie wird auf dem oberen Bildschirm angezeigt. Guck nach oben. Wenn die Zeit abläuft, verlierst du das Spiel. Son Goku muss das Ziel rechtzeitig erreichen. Na dann, machen wir mal. Muss ich aber wieder aufpassen. Okay. So. Ja. Ja, wir müssen ja ein bisschen
ein bisschen navigieren. Aua, der tat weh. Das war nicht so gut. Oh. Also ich fühle, das wird, könnte klappt werden. Könnte klapp werden, glaube ich, habe das, die Befürchtung. Hm. Oh, das wird knapp. Okay, ich bin im Ziel. Mit einer Sekunde Rest, ey. Oh. Wir haben es eben noch geschafft. Hey, da ist er wieder. Diese Flasche auf dem Gipfel ist keine gewöhnliche Flasche. Es ist ein Liebestrank. Wenn man ihn trinkt, hat man Erfolg bei Frauen. Ach, na klasse, angeblich. Wenn Son Goku die Flasche zurückbringt. Wir haben es geschafft. Hey, Son Goku, wie war es? Hast du die Flasche gefunden? Ja, unglaublich. Sie war tatsächlich dort oben. Genau wie du gesagt hast. Hier ist sie. Oh ja. Ja! Hä? Sie ist leer? Wie kann das nur sein? Also, dort oben war wirklich ein extrem starker Wind. Ich fürchte, ich habe auf dem Rückweg alles verschüttet. Dann kommt wohl alles mit dem Regen herunter. Ja, der ist... Er konnte nicht fassen. Ihr habt es geschafft. Ja, die kleine Episode wieder. War knapp. Eine Sekunde Rest haben wir noch geschafft, ey. Glück gehabt. Okay. Daten speichern, ja. Bein abgeschlossen. Wir haben es geschafft, diese Episode. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran in dieser kurzen Folge. Und denkt in die Kommentare an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.